Servus Leute, in diesem Video möchte ich euch kurz diesen Kocher vorstellen. Das ist der Swear von Optimus. Das ist ein recht kompakter kleiner Kocher, kommt mit einem kleinen Topf. Der ist gut geeignet für Solotouren und eben wenn es auf geringe Gewicht ankommt. Der Kocher hat eine Leistung von 1400 Watt, wiegt ca. 500 Gramm und hat einen Durchmesser von 10 cm. Oben jedoch ein bisschen dünner, komme ich aber gleich im Verlauf des Videos zu. Ich mache mir jetzt diese Mahlzeit warm von Track & Eat. Ist ja eine ältere Packung, wie man sieht. Dafür brauche ich jetzt warmes Wasser. Der Kocher selbst besteht aus einem Topf, der eher so groß wie eine Tasse ist. Fassungsvermögen von 300 ml, wenn man den komplett voll macht. Da hat man hier drinne den Griff von dem Topf und einem Werkzeug, das dazu dient, dass man den Kocher warten kann oder kleinere Reparaturen vornehmen kann. Und man reguliert hiermit auch die Heizstufe bzw. wie stark der Kocher kocht. Dieser Kocher wird mit Reinbenzin betrieben. Das wird in dem Kocher verdampft und die heißen Gase werden entzündet. Dafür muss man den Kocher jetzt aber erst vorheizen. Man sieht, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, daher sind ein paar Verbrennungsrückstände am Kocher und hier auch in diesem Windschutz. Weil der Windschutz eher, ja, also nicht wirklich vor starkem Windschutz, da kann man noch ein bisschen was improvisieren. Aber naja, komme ich später mal in einem detaillierteren Review zu. Zum Vorheizen nimmt man entweder eine kleine Pipette, holt was von dem Treibstoff raus und bringt das hier oben in dieses Pfännchen. Man sieht hier diese Ausbuchtung oben drin. Oder man nimmt Brennpaste oder ähnliches. Ich habe jetzt den Kocher das erste Mal dabei, daher kippe ich jetzt hier einfach aus meinem Fläschchen ein bisschen Waschbenzin in diese Pfanne. Das Heros ist ein bisschen übergelaufen. Man muss natürlich aufpassen bei diesem Kocher. Jetzt setze ich diese Hülle drauf, schraube die zu oder schraube die fest. Jetzt kann ich das Benzin entzünden. Macht das nicht in geschlossenen Räumen, in einem Zelt auch nur bei guter Belüftung und man muss beachten, dass eine relativ große Stichflamme anfängt. So. Man sieht, die Flamme ist relativ groß. Je nach Außentemperatur muss man ein bis zweimal vorheizen, zumindest wenn man Waschbenzin bzw. Reinbenzin in diesem Pfännchen nutzt, weil das ist relativ schnell ausgebrannt. Wenn man ein bisschen zu viel Benzin benutzt und das überläuft, sieht das so aus, deswegen im Zelt und so weiter ist das allgemein recht, naja, nicht zu empfehlen. Was auch anfangs seltsam ist, ist der Gedanke, dass man in dem Behälter den flüssigen Brennstoff hat und darauf Feuer macht oder darauf direkt die Flamme ist. Das ist ein bisschen seltsam, finde ich, wenn man dann irgendwie Angst hat, dass das Ding explodiert. Aber der Kocher ist ein Klassiker und den gibt es schon lang, daher bin ich mir sicher, das wäre schon mal passiert und das wäre vom Markt genommen worden, das Ding. So, jetzt habe ich den vorgeheizt. Wie lange genau es dauert, werde ich meinem schriftlichen Testbericht mal schreiben. Jetzt kann ich den aufdrehen mit diesem Tool, wo man hört und sieht, der Kocher brennt. Jetzt kann ich hier mein Töpfchen nehmen. Wasser reinfüllen. Der Filter, den ich gerade hier nutze, das ist ein Katadyn B3 aus der Tactical Line, daher ein Schwarz. Zudem habe ich schon mal in der zivilen Version ein Video gemacht, das verlinke ich in der Beschreibung. Wenn man einen Kocher wie den Optimus Polaris mit 6400 Watt oder den Optimus Crux mit 3000 Watt gewohnt ist, sind natürlich 1400 Watt, ja, Gewöhnungssache. Dauert alles ein bisschen länger. Auch der kleine Topf mit 300 ml reicht natürlich nicht für hier so eine Track & Eat Mahlzeit. Hierfür braucht man nämlich 460 ml. Da kann man sich von diversen Herstellern einen Titaniumtopf holen. Die passen über so eine Nalgene-Flasche oder eben auch über den Kocher. Dieser Topf aus Titanium hat ein Fassungsvermögen von 700 ml. Das ist eben dann echt gut, um damit seinen Track & Eat zuzubereiten. Das ist jetzt hier fleißig am Erhitzen. Mit Topf oder diese kleine Tasse runterzunehmen, kann ich natürlich diesen Hebel nutzen oder diesen Griff nutzen und kann es einfach runternehmen.
dann wieder abmachen und hinlegen. Wenn man sich eine Track-and-Eat-Mahlzeit machen will, muss man also mit diesem kleinen Töpfchen zweimal kochen, aber für einen Kaffee oder für ein warmes Getränk reicht das allemal. Ich werde jetzt noch ein bisschen rumkochen und sobald ich genug Erfahrung mit diesem kleinen Kocher gesammelt habe, werde ich auch einen schriftlichen Testbericht und wahrscheinlich auch nochmal ein neues Video online stellen, bei dem ich ein bisschen ins Detail gehe. Das verlinke ich dann in der Beschreibung, wenn ich dran denke. Dann danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.